und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch zu diesem Video, in dem ich mal wieder ein bisschen über das aktuelle Zeitgeschehen sprechen möchte. Ich hatte jetzt wieder in meinem Newsfeed einen schönen Artikel gezeigt. Arbeitgeberpräsident warnt vor Zusammenbruch des Rentensystems. Ich frage mich, was der die letzten 20 Jahre gemacht hat. Hat der gepennt oder nicht mal die Zeitung aufgeschlagen oder mal sich mit Statistiken zu unserem Land beschäftigt? Wir wissen alle seit 20 Jahren mindestens, dass wir ein demografisches Problem in Deutschland haben. Dass sich daraus natürlich auch irgendwann das Problem ableiten wird, dass nicht mehr genug Menschen da sind, die in die Systeme einzahlen, aber immer mehr Menschen da sind, die rausnehmen, dann muss eigentlich jedem klar sein, einfachste Mathematik, irgendwann ist eine Unterdeckung da. Irgendwann reicht das nicht mehr aus, was eingenommen wird. Und warum wird jetzt mal wieder, das ist ja das, was mir immer wieder negativ auffällt, Sachen, vor denen jahrelang gewarnt worden ist, die kleingeredet worden sind. Auf einmal tauchen die dann in den Medien auf, wo ich mir nur denke, so, ey, das hätte man vor Jahren schon sehen können. Oder vor Monaten, vor Wochen. Das war absehbar. Aber nö, jetzt wird ein Riesenfass aufgemacht. Kennen wir nicht anders. Wie gesagt, ne? In jedem Fall ist mir halt so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Wie ihr wisst, arbeite ich in der Pflege und habe auch Kontakt mit verschiedensten Menschen, verschiedensten Altersgruppen. Und mir, aber auch anderen Pflegekräften, mit denen ich mich darüber unterhalte, ist so in der letzten Zeit aufgefallen, dass die jüngeren Jahrgänge in der Regel früher stärker krank werden als die älteren und teilweise noch nicht mal mehr das Rentenalter erreichen, wenn sie versterben. Das ist natürlich ein Effekt, der im Moment schlecht irgendwo in Zahlen zu greifen ist. Weil, wie gesagt, das ist einfach die Beobachtung, die wir haben. Wie sich das jetzt in der breiten Masse ausübt, das ist natürlich die andere Frage. Aber wenn sich dieses Phänomen, sage ich mal, manifestieren sollte in der Gesellschaft, dass die Menschen also nicht mehr so alt werden, dann ist die Diskussion irgendwo auch, sage ich mal, ein bisschen müßig, wenn ich davon ausgehen kann, dass die Menschen gar nicht mehr so lange leben, wie sie jetzt aktuell im Alter leben. Wir haben Menschen, die sind über 90, sind verhältnismäßig topfit, die können fast noch alles selber. Und wir haben Menschen, die sind noch nicht mal im Rentenalter, sind früh verrentet, weil sie so krank sind, dass sie nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Und dieses Phänomen wird immer weiter durchgreifen. Es wird die Pflege stärker belasten und es wird auch dazu führen, dass nicht nur die Rente oder unser Rentensystem kollabiert, es wird auch dafür sorgen, dass die Pflege kollabiert. Auch die Krankenhäuser werden immer mehr mit diesen Schwierigkeiten konfrontiert werden. Der Punkt an der Stelle, um den es hier eigentlich geht, ist, dass wir ganz viele Märkte haben, die dadurch angeschlossen auch runtergehen werden. Der Konsum dieser Menschen, die so krank werden oder so früh krank werden, geht runter. Durch die immer mehr älteren Menschen, die dann auch irgendwann zeitlich natürlich das Leben verlassen werden, werden auch in den nächsten Jahren immer mehr Immobilien auf den Markt kommen, die dann natürlich dafür sorgen, höheres Angebot, gleichbleibende oder sinkende Nachfrage, fallende Preise. Und somit auch in Folge fallende Mieten. Das heißt, wir haben hier schon einen Effekt, der sich auf den Wohnungsmarkt, auf den Immobilienmarkt auswirken wird. Es wird sich auf den Konsum auswirken. Das heißt, wir laufen in eine Situation rein, wirtschaftlich betrachtet, die schwierig werden kann. Wenn die Menschen nicht mehr in die Rentensysteme einzahlen können, weil sie vor Renteneintritt schon krank werden, wenn die Pflegekassenbeiträge dadurch sinken, je weniger ich verdiene, umso weniger zahle ich ein, je weniger Geld ich zur Verfügung habe, umso weniger kaufe ich ein. Das heißt, wir haben einen riesigen Effekt, der sich da, ich sag mal, wie ein schlafendes Monster in unserer Wirtschaft noch zeigen wird. Irgendwann wird das wach werden und dann wird das richtig knallen, meiner Ansicht nach. Wir leben in einer Zeit, in der eigentlich Ignoranz das stärkste Tool der Politik ist. Es werden so viele Sachen ignoriert, die uns als Bevölkerung betreffen, die, ja, wovor gewarnt worden ist, wo oft genug aufgezeigt worden ist, da werden Probleme entstehen, wo mehr wie einmal gesagt worden ist, kümmert euch darum, macht etwas,
und nichts ist passiert. Das wird uns alles auf die Füße fallen. Ich habe einen ganz interessanten Satz letztens gehört, der in einem Interview gefallen ist oder in einem Bericht, ich weiß, das bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ging es dann darum, wir sind die letzten fast über 20 Jahre von Menschen regiert worden in der Kanzlerposition, die keinen Nachwuchs haben. Die also nicht diese, ja, dieses Gefühl haben, ich muss für meinen Nachwuchs sorgen, dass sie eine gute Basis haben, eine gute Ausgangsbasis. Das kennen die doch, kannten die doch gar nicht. Und dieses Problem zeigt sich ja immer mehr in der Politik. Wie gesagt, wenn man sich anguckt, wer so im Bundestag sitzt, wer Positionen innehat, kein Wunder. Kein Wunder, dass das so läuft. Fachkompetenz ist für einen Fachbereich nicht mehr notwendig. Ein Wirtschaftsminister muss eigentlich nichts mit Wirtschaft zu tun haben, ein Gesundheitsminister nichts mit Gesundheit. Ein Verteidigungsministerposten, der wird auch nicht nach Qualifikation im Militär vergeben, sondern, ja, man könnte sarkastisch sagen, nach Parteibuch. Und diese fehlende Fachkompetenz, wenn die sich dann hinsetzt und noch sagt, wir haben Fachkräftemangel, frage ich dich echt so kurz, hast du eigentlich mal in den Spiegel geguckt? Dann kommt natürlich hinzu, dass die Verdienste, die die Menschen haben, einfach ekelhaft fernab der Realität sind. Also, wenn ich so viel Geld im Monat bekomme, für wenig tun, für dumme Sprüche teilweise kommen. Bei manchen kommen nur dumme Sprüche raus, muss man ganz ehrlich so sagen. Und dann dafür so viel Geld bekommen. Klar, kann das nicht gut gehen auf Dauer. Ne? Aber wir werden sehen, wo uns das hinführt. Meiner Ansicht nach wird es in eine riesige Katastrophe gehen, weil, wie gesagt, es sich gesellschaftlich, wirtschaftlich und auch in vielerlei anderer Hinsichten noch auswirken wird. Wir werden, ja, wenn das so weitergeht mit den Energiekosten, hat ja schon zum Beispiel BASF angekündigt, dass sie aus dem Land gehen werden. Und das wird nicht der einzige Unternehmensblock sein. Das heißt, wenn jetzt politisch nicht gehandelt wird, in den nächsten Tagen, vielleicht noch Wochen, dann haben wir hier die Katastrophe absolut par excellence. Ich hätte selber nie gedacht, selbst vor 5 Jahren noch nicht, dass man Deutschland so schnell so kaputt machen kann, durch politische Fehlentscheidungen. Und ja, man ist sich selber mittlerweile echt nicht mehr sicher, ob man noch in dem Land bleiben soll oder nicht. Luxemburg ist für mich als Pflegekraft ein sehr interessantes Land, immer so als Beispiel. Oder in Luxemburg arbeiten, in Belgien leben, das wäre auch eine Möglichkeit oder wie auch immer. Die Attraktivität unserer Berufe hier muss wieder gesteigert werden. Ganz klar, die muss gesteigert werden. Und die Lebensqualität für jeden Menschen in diesem Land, egal ob Hartz-IV-Empfänger, Rentner, Arbeitnehmer, Selbstständiger, Unternehmer, was auch immer, die Lebensqualität muss auch wieder ganz gewaltig steigen. Wenn das nicht in der nächsten Zeit passiert, will ich nicht wissen, worauf wir hier hinauslaufen in diesem Land. In jedem Fall kann man nur hoffen, dass langsam mal wieder der Realismus ein wenig einsetzt, dass Besonnenheit wieder zutage kommt, gerade im Hinblick auf bestimmte Situationen, die im Moment weltweit sind. Und dass wir einfach mal realisieren, dass wir in einer Demokratie nicht nur eine Meinung haben, sondern Pluralismus in der Meinung. Das ist was, was auch ganz vielen verloren und abhanden gekommen ist. Dass wir eben in der Demokratie auch verschiedene Meinungen haben dürfen und diese auch vertreten dürfen, ob sie jetzt dem anderen passen oder nicht. Ist es trotzdem unser Recht in der Demokratie und die Verpflichtung in der Demokratie, das zu haben und das zu tolerieren. Und da ist ein Thema, was auch durch Medien, durch entsprechende Teilnahme und so weiter, von ganz, ganz vielen, es wird mit Füßen getreten. Wir haben ein Grundgesetz,
welches uns gewisse Rechte zusichert. Und darunter ist die Meinungsfreiheit, darunter ist die Pressefreiheit, die Informationsfreiheit. Und selbst wenn eine Meinung nicht in die Masse geht, hat sie trotzdem ein Recht zur Existenz und ein Recht, dass sie kundgegeben wird und auch ein Recht dazu, dass sie nicht gelöscht wird. Nur weil sie ein paar Leuten nicht passt. Und ich für meinen Teil merke, dass diese kritischen Strömungen, sie werden mehr. Die Frage ist nur, werden sie schnell genug mehr? Das ist die große Frage an der ganzen Geschichte. Auf jeden Fall bin ich auf eure Meinung gespannt, meine Lieben. Wie ihr das Ganze seht. Ich könnte ja auch mal reinschreiben, was ihr im Hinblick auf die Gefahren, die uns drohen, so am, ja, was ich vielleicht übersehen habe jetzt in diesem Video, haut's gerne in die Kommentare. Wenn ihr solche Videos mögt, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Liken, teilen, kommentieren, freue ich mich jedes Mal drüber. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten, euer Mike.